Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 1800, der letzte vor Erscheinen des neuen DLCs Aufstieg der neuen Welt. Das bedeutet, wir haben noch einiges zu tun. Ich möchte, damit beginne ich gleich mal, ein paar Schiffe noch in Auftrag geben, damit wir auf jeden Fall im nächsten Part, wenn wir hoffentlich gut reinspielen können, ich hoffe, es wird keine größeren Bugs oder Performance-Probleme geben, aber dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall uns einige Inseln holen. Wir haben ja ein paar Einflusspunkte zum Glück. Aber wir müssen auch schauen, was braucht unsere Bevölkerung? Die Brillen, stimmt, da waren wir ja immer noch dabei. Ich erinnere mich. Und die Dosen gehen auch schon wieder zu. Die haben wir doch erst gemacht. Aber wo ist das Problem? Wie viel brauchen wir von dem komischen Zeug? 9 haben wir. Wenn ich hier noch eine hinmache, die ist nicht mehr in Reichweite. Aber wir könnten das Lagerhaus wegmachen. Ja, machen wir das Lagerhaus einfach weg. Dann passt hier noch eine hin und ich hoffe, das reicht. Man, wir müssen die Sachen auf jeden Fall im Auge behalten. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, während die Schiffe Warum? Ist das Schiff angeschlagen? Na egal. Schauen wir mal, was es an Items gibt. Wir haben hier 3 Schiffe. Brauchen wir so viel? Ich würde sagen, nein. Eins schicke ich mal zur Händlerin in die neue Welt. Da können wir sicherlich auch ein paar Items gebrauchen, die wir beim nächsten Mal dann schon anwenden können. Piraten. Oh, der Hugo. Zum Glück habe ich ihn noch gesehen. Den nehmen wir natürlich immer mit. Ein sehr geschätztes Item von mir. Alpaka-Wolle. Alle Tierhöfe. Ist das dann auch für die neue Welt? Plus Produktionsfläche natürlich von 100%. Wenn es für die neue Welt wäre, wäre es vielleicht ganz praktisch. Ich nehme mal mit. Warum denn nicht? Was können wir... Oh ja, guck mal. Das ist das Item, was ich meinte. Das in Gold ist sehr gut, um Öl zu produzieren. Das werden wir gleich nach Kap Trelawney bringen. Und dann können wir zum Glück auch schon mal die dritte... Ich gehe auch schon mal auf die zweite Stufe. Das dritte Kraftwerk dauerhaft an den Start bringen. Die Zeitung... nie. Komm, wir machen mal minus 30 Verbrauch. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, ist zu schön. Großartig. Zufriedenheit minus 10 direkt. Das ist aber... gefällt mir nicht. Haben wir noch Items, die wir einsockeln können? Hier nicht. Haben wir von dem jetzt noch eins? Oder... Ich muss gucken. Ja. Was ist das hier? Alle Wohnhäuser. Sorgt für Zusatzeinnahmen durch Clubhaus. Das ist doch praktisch. Das machen wir doch direkt. Ein bisschen mehr Geld bedeutet ein bisschen mehr Items für mich. Die nächste Phase steht an und mit der können wir direkt loslegen. Sehr schön. Fehlende Waren. Ja gut, aber das kommt ja. Hier ist ja ein Warenhaus direkt nebendran. Ich mache mal eine Stufe hoch. Dann klappt das schon. Was können wir... Fehlende Waren? Eisen, shit. Habe ich hier ein Warenlager? Eins in 2er Reichweite. Habe ich irgendwo eins, wo ich ein 3er rauskriegen kann? Da kriege ich 2, 2. Das reicht niemals. Habe ich hier schon eine Handelskammer? Nee. Aber... Nee. Ganz sicher nicht. Hier kriege ich auch nur ein 2er. Ich kriege halt viele 2er, kein 3er. Hier könnten wir noch einen Hugo einsockeln, theoretisch. Das wäre eigentlich keine beschissene Idee. Auf jeden Fall müssen wir einmal... Ja gut, die Handelskammer ist ja hier schon eh drin. Dann könnte man hier mit einem Hugo... Gewerkschaften. Das Auge. Ja, Gewerkschaften. Würde man das unter Strom setzen, würden wir natürlich noch mal mehr bekommen. Vom Stapel gelaufen. Das lohnt sich halt auch, wenn das Ding hier noch unter Strom stände. Und dann noch mit einem Item, dann kriegst du halt irgendwie eine Produktivität von am Ende 400, 500 raus. Oder noch mehr. Wie lange dauert die Ölquelle noch? 14 Minuten. Wir haben aber noch ein paar Arbeiter, die theoretisch nichts zu tun haben.
So, und es sind nur noch 8 Minuten. So einfach geht das. So, hier haben wir noch den Clipper. Den entlade ich mal ganz kurz. Dafür lade ich Holz ein. Und Stahl. Und ab geht's in die neue Welt. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Nee. Lass doch mal sein. Da war erst das mit dem Krankenhaus und jetzt das. Die Stadt macht aber auch nur Probleme, obwohl die doch eigentlich ganz glücklich ist. Oh, die haben auch schon einen Malus. Habe ich so häufig Propaganda in letzter Zeit eingesetzt? Ich muss mal kurz ins Zeitungsarchiv schauen. Das war die letzte. Davor habe ich doch gar nicht lektioniert. Und davor? Boah, also ich weiß jetzt nicht, warum die meckern, um ehrlich zu sein. Das verstehe ich nicht. Eine Schule könnten wir den halt noch hinstellen. Das wäre vielleicht nicht eine dumme Idee. Ja, genau in die Richtung wollte ich's. So. Mal gucken. Mal gucken, was die sagen. Vielleicht sind sie ja dadurch ein bisschen glücklicher. Habe ich hier genug? Ja, ich habe auch... Also, die sind eigentlich bis auf die Zeitung und die Umwelt. Wobei Umwelt ist bei null. Haben die nichts, über das sie meckern können. Die hier. Ah, weil Kirche fehlt. Ja gut, aber Kirchen kriege ich eigentlich auch hin. Ich könnte die Kirche direkt hier hin machen. Geht das? Reicht der Platz? Nö, außer ich mache es hier zwischen. Darauf habe ich aber keine Lust. So, weg mit dir und dafür hin mit einer Kirche, die mir keinen Geldbonus bringt. Also ziemlich nutzlos eigentlich. Aber naja, jetzt sind sie ein bisschen zufriedener. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Gut, dann kümmern wir uns mal um die wirklich wichtigeren Dinge. Irgendwie ist alles ein wenig eintönig. Ja. In einer geeigneten. Aber die sind ja jetzt dann glücklich, oder? Genau. Warum kann ich den da nicht? Was war das jetzt? Achso, den habe ich erst auf die 2. Stufe gebracht, oder wie? Sieht ganz so aus. Ja gut. Gehen wir mal hier mit ein bisschen höher. Gibt halt immer mehr Geld, aber ich muss was... Ich muss unbedingt was mit der Kaffeeproblematik machen. Also entweder Schiffe, die größer sind. Oder mehr. Ich mache noch eins mehr. Das, wo jetzt rausgekommen ist. Das heißt... wie heißt das denn? Das ist ein Schiff mit Ei. Oh, das steht da. Sehr schön. Was wird das sein? Let's go. Zack. Du kannst dann wieder zurück. Dahin. Und du lädst. Nee, nicht das ein. Das und das. Sehr schön. Ah ne, das ist der falsche Ort. Ich glaube, ich habe es dahin geschickt. Naja, wir müssen gucken. Das ist fast fertig. Sehr gut, läuft doch. Läuft doch, läuft doch. Wie viele Schiffe haben wir jetzt unten? Ja, gut, die reichen. Die plus noch 2. Wo gehst du hin? Ach, das ist das Schiff, okay. Das schicke ich mal darüber. Und dann kannst du noch mal in die alte Welt. Ihr Schiff ist von der Müssen wir mal schauen. So, das ist das. Da schauen wir mal auch wegen Items. Säckelereien, nö. Die brauchen wir nicht. Schreinereien brauchen wir nicht. Hier Schokoladenfabrik. Will ich halt Schokolade produzieren? Ich hätte es gern eher eigentlich passiv. Darum müssen wir mal schauen. Was für ein Opus Magnum. Oh ja. Ich hoffe, die machen weiter gleich mit den gelehrten Sekt rum. Fortschrittliche Rumbrennerei und Hacienda Rumbrauerei. Das ist ein gutes Item. Warte mal, anstatt von Fischöl? Glaube nicht. Ich kenne halt, also ich habe in der neuen Welt tatsächlich bis jetzt wenig mit Items gespielt. So viel
Muss ich mal zugeben, weil vor allem bei der 2. Bevölkerungsstufe hast du ja das eigentlich nie erfüllen müssen. Das ist ja jetzt eigentlich nur, weil wir in die 3. dann wollen. Die nehme ich immer mit. Hier, Höhe für Nähe. Wie viel kostet es eigentlich? Ah, geht noch. Warte mal. Zucker, Rohrplantagen, Tabak, Mais, Hacienda, Zuckerplantagen und Hacienda, Mais. Mais brauche ich ja eigentlich. Damit könnte ich Kautschuk, Baumwolle und Kakao herstellen. Ist das was wert? Weil Mais brauche ich für die Tortilla. Damit hätte ich einen Bonus auf Mais. Stelle gleichzeitig noch ein bisschen was anderes her. Ja, Hugo wäre wahrscheinlich die bessere Wahl. Königliches Linienschiff. Ist nicht der extravagante Dampfer, den ich gerne hätte. Ist aber sicher ein cooles... Das ist ein cooles Spiel. Aber ein cooles Item, naja. Du bist... Ah nee. Das ist der Ort, den Hugo nehmen wir nochmal mit. Dann lager doch mal die Items hier ab. Oh. Ah, das ist sie? Okay. Na gut. Zum Glück gerade nur das nutzlose Schiff, aber vielleicht brauchen wir hier einfach mal eine Anlegestelle mehr. Ne, das nicht. Was ist denn das? Ach, wahrscheinlich hier erst. Ich mach mal eins Abstand und noch eins. So, dann springen wir wieder nach oben. Und verschieben die Ölquelle. Ölquelle verschieben, die können wir ruhig. Ja, jetzt frage ich mich halt, wie mache ich es am blödsten? Vielleicht auf der Höhe einfach. Dahin, so als Acting. Ja, ja. Und dann kannst du... Wäre jetzt peinlich, wenn ich es dadurch nicht benutzen könnte. Das wäre wirklich unangenehm. So, hier kriegen wir jetzt einmal ihn da rein. Und wir kriegen auch einmal einen Hugo rein. Jetzt muss man natürlich wegen Stahl und allem schauen. Achtung, der Boss. Vor allem die Dinger werden beeinflusst. Das passt ja, das Verhältnis dann trotzdem. Ja, die Dinger könnten ein bisschen viel werden. Müssen wir schauen. Und wir kriegen halt noch ein bisschen Öl dadurch und ein bisschen extra Gold. Was wir mit dem Gold machen, keine Ahnung. Aber ich habe es gerade vor allem aufs Öl abgesehen. Damit können wir die Speicher füllen und damit können wir die hier rannehmen. Und dadurch können wir hier auch wieder einen guten Gewinn machen. Juh, die Bevölkerung ist unzufrieden, die Gelehrten vor allem und die Handwerker. Reichen Sie mir nicht den Schirm, weil denen Rum fehlt. Ich brauche halt echt viel Rum. Ach ja, klar, die wollen auch noch Rum, gell, ja. Ich brauche diesen scheiß extravaganten Dampfer. Der ist halt günstig und alles. Konserven. Oh, zusätzlich Tortillas wäre natürlich auch eine Wahl. Und dann schiffst du das einfach runter. Aber wir bräuchten Mehl. Dafür müsste ich eine große Weizenplantage vielleicht mal rannehmen. Nehme ich mal mit. Extravaganter Dampfer. Wo bist du? Wohngebäude, dem Bedürfnis nach Wirtshaus erfüllt, ist halt ein Bier. Ja, nee. Sehe ich jetzt nicht so. Zufriedenheit ist zwar schön, Unwerkstatt. Messing ist auch nichts, was ich brauche. Nee. Das ist nochmal das. Und du bist Krankenhaus. Ne. Oh, nochmal ein Malching. Jetzt kommt er. Na gut, der Rest hier ist eh nichts. Dann nehmen wir ihn nochmal. Jetzt muss ich ein bisschen aufs Geld aufpassen, weil wenn der Dampfer kommt... Ach, guck mal, er schon wieder. Dann würde mir das Geld fehlen. Einmal kann ich noch. Aha. Ey, heute läuft's. Was ist denn los? Womit habe ich das verdient? Das ist ja... So, Capitoloni. Warte mal, welche Waffenruhe? Okay, mit ihr habe ich keinen Krieg. Wir schmeicheln uns mal ein. Können wir mit ihr nicht angriffsbereit? Die hat gar keinen Bock, gell? Er nimmt eine Allianz mit mir an, als in einem Nicht-Angriffspakt. Okay. Ja, hier ist wieder mal Action.
Nichts Neues. Aber gut. Jetzt haben wir nur ein Problem. Und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Wobei... kannst du machen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wobei ich glaube, ich die Schienenfahrzeuge einmal verschieben möchte. Bedeutet das Ding hierhin, das Ding dahin und du weg, du weg, weil ich brauche Strom für den Hafenbereich, für diesen erweiterten Hafen und anders kann ich da keine Versorgung gerade sicherstellen. So, und wir kriegen für die Weltausstellung natürlich auch Strom. Wichtig und hoffentlich richtig. Wie rum mache ich es denn? Ja, hier oben rum passt doch eigentlich. Na komm. Ist ein bisschen nervig mit der Ecke, oder? Ich verbinde es auch noch hier unten. Wir haben ja gerade Stahl. Stahl ist kein Problem. Wir müssen nur gleich gucken wegen Eisen. Apropos Eisen, das könnte auch ein Problem hierfür werden. Ja, die Konserven gehen gerade. Ja, wir haben genug Eisen. Wo kommt dieses Eisen plus gerade her? 7, 3, minus 6. Ich mach mal einen weg. Mal gucken. Ist natürlich noch nicht das richtige Verhältnis, aber es ist ein Anfang. Können wir hier schon was machen? Nee. Aber wir haben das Versetzungsding. Jetzt fehlt hier Strom. Das ist natürlich clever gemacht von mir. Und auch vollkommen beabsichtigt nicht. Hier einmal rum. Müssen wir mal gucken. Eigentlich hätte ich da gerne nochmal was rum. Bisschen imposanter, aber vorzeitig muss das reichen. So. Denn hier die ersten Schienen. Als ob diese... Das reicht nicht. Das ist nicht so weit, wie ich es gern hätte. Nein, wirklich nicht. Ja, weil ich so bin. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hätte gern... Was habe ich denn hier hingebaut? Ein Depot. Kann ich ein Depot... ja, das würde die richtige Ansicht sein. Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Depot. Das da. Dann könnte man noch so machen. Geht das noch hin? Jo. Erinnert mich an eine andere Stadt. Hübsch, die roten Lichter. Finde ich auch. Sehr hübsch. Ja, Reparaturdock. Ach, erstmal können wir Anlegestelle. Hier und dann habe ich wahrscheinlich hier geplant, oder? Ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum ich das freigelassen habe. Wollte ich hier ein bisschen so gehen? Nee, ich werde schon gerade ziehen. Wie sieht denn der Radio? Ja, der Radio endlich passt noch. Können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus. Ich mach's jetzt einfach mal. Mal gucken. Exportbüro. Ihre Stadt ist attraktiver. Sehr schön geworden. Reparaturkran da vorne hin, warum auch immer. So, hier passt jetzt aber gar nichts anderes rein. Aber wir könnten das Ding hier nach hinten schieben. Und dann passt das schon wieder. Beziehungsweise... Man könnte hier auch mal ein Depot reinmachen. Dann wäre das zumindest verbunden. Ich glaube, das gibt schon mal einen Bonus, nämlich. Oder man macht die da rein. Ist eigentlich auch einfach. Aus dem Hafen haben sie ja richtig was gemacht. Oh, Captain Morris läuft auch gerade ein. Dann macht man das hier hin und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie wir das weitermachen. Ach, du bist angekommen. So, jetzt haben wir 4 Schiffe. Das ist ein guter Anfang fürs nächste Mal. Ich kann die ja schon mal ein bisschen verteilen. 1. Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Ja, ja. 3. Und dann noch da unten. Und dann schauen wir mal. Hier oben gäbe es natürlich auch Inseln, aber die sind natürlich erstmal nicht so interessant, weil egal in welche Map ich möchte, ich muss die Seite hier benutzen. Und von hier oben beispielsweise da hinten... Ist egal, wenn ich hier hin will, um in die alte Welt zu kommen, oder wenn ich ins Kap will, muss ich da runterfahren. Darum sind die hier an der Seite natürlich deutlich besser. So, Krankheit in ihrer Stadt. Habe ich was verpasst? Apropos verpasst. Ich habe doch hier Schienen. Okay, das Ding wird auch beliefert. So, dann machen wir einmal hier hin. Und jetzt muss ich schauen. Reicht das vom Platz?
Erstmal kommt der Strom da runter. Ja, aber das sollte... knapp. Also ich muss eigentlich hier das Teil hinbauen. Okay. Dampfschiffswerft. Dafür ist hier der Hafenbereich gerade im Weg. Das ist nicht gut. Man könnte hier nochmal und man könnte das mal gerade so. Zumindest bis ich eine bessere Lösung gefunden habe. Naja, hilft nichts. Ist das Schiff schon da? Jo. Sehr schön. 1, 2, 3 und 4. Apropos Öl, man kann ja jetzt auch noch eins von den Öldingern in Betrieb nehmen. Habe ich hier irgendwo schon irgendwo ein Item drin? Ah, das reicht natürlich genau nicht. Ich könnte das hier benutzen. Warum denn nicht? Was förderst du? Kohle. Haben wir irgendwo noch Eisen? Kein Lagerhaus in Reichweite. Das ist natürlich wieder Spitzenklasse von mir, wie man das macht. Hier habe ich halt Eisen. Ist das beides Eisen? Das ist beides Eisen. Das ist eigentlich gut. Dann kann man... Nee, das Ding hier. Ja, dann kann man hier wieder sagen, Hugo, das war nicht der Hugo, das ist der Hugo und Meiching. Jetzt muss ich aber die Dinger mal runtertakten, zwei Stück zumindest. So, das heißt, wir machen nochmal gut Öl. Vielleicht können wir dann bald schon das Kraftwerk dran nehmen. Ja, und hier müssen wir uns mal was einfallen lassen. Es gibt hier einen Boost, dafür brauchen wir eine gewisse Attraktivität. Cool, jetzt haben wir einen Palast. Wo waren das? Ja, ich glaube hier. Produktivität aus Elektrizität? Nee. Nee. Weniger Nachfrage nach allen Lebensmitteln ist schon krass. Wo war das? Höhere Reichweite für... Ah ja, hier Reichweite für Kraftwerk. 2700 Attraktivität. Da dürfen wir einen großen Zoo bauen. Oder wir fangen hiermit mal an. Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich gerne meinen Palast bauen möchte. 2, 3. Hui. Dann kannst du jetzt mal weg. Eins, zwei, drei. Mit jedem Modul haben wir halt den Vorteil, erhöht sich auch die Reichweite. Das ist später mal vielleicht ganz gut zu wissen. Ich mache hier mal so einen Abtrenner rein. Vielleicht mit einer Kreuzung macht da wenig Sinn, aber einen Torbogen kann man hier mal reinmachen, dann kann man es so verbinden. Dann vielleicht ein Dreieck. Wo man 1, 2, 1, 2. Dann kann man hier nochmal ein Dreieck machen. Ich versuche es ein bisschen symmetrisch. Oh, wir sind schon am Ende. Ah ne, wir haben einfach keine Rohstoffe mehr, kein Glas. Okay. Wir haben noch ein bisschen. 48 Flügel können wir bauen, in der Theorie. Und die erhöhen natürlich auch unsere Attraktivität. Das dürfen wir nicht vergessen. Gut. Und wie sieht das Palastgebäude eigentlich so aus? Naja, es ist ein Anfang, würde ich sagen. Von vorne eigentlich ganz schön. Damit können wir halt jetzt auf jeder Insel so ein kleines Außenministerium bauen, sage ich jetzt mal. Womit wir viel machen können. Die dritte Phase ist abgeschlossen. Hey. Und damit haben wir schon mal ein Gerüst zumindest. Was kostet das weitere? Okay, von den Dingern haben wir gar nichts. Und uns fehlen auch Arbeitskräfte und Glas erstmal. Im Moment. Nun gut, ich will extravagante Dampfer. Apropos, die muss ich hier einsockeln. Das ist das Schöne an dem, man kann die hier direkt einsockeln. Und damit können wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einfach mal so in Auftrag geben. Haben wir den Einfluss direkt schon bezahlt? Ja, oder? Oder wird er jetzt jedes Mal abgezogen? Ah ne, den zahlt man schon. Okay, schon ins Auftrag geben. Also wenn man den Auftrag plant, ist das nicht toll. Wir haben leider hierfür keinen Bonus weiter für Produktivität. Das wäre auch schön. So ein... Ja gut, jetzt hätte ich ein Item gut gebrauchen können, was mir die Baukosten senkt. Aber bis auf diese Dinger da ist das jetzt nicht so teuer, muss ich sagen.
So, wir können das hier mal kurz aufrüsten. Stahl nimmt natürlich ab und... Wo kommt denn das Ganze? Ach, das kommt ja wegen... Ah nee, wir kaufen ja Eisen. Das fällt mir ja jetzt erst ein. Oh, das ist aber ein Problem. Das wird ein teuflisches Vergnügen. Versprochen. Das sind halbe ja, ja. Sachen. Das muss ich endlich mal unterbinden, weil sonst können wir ja theoretisch kein Ding mehr bauen. Kein Öl. Das Öl gibt es nur, wenn geschürft wird. Sage ich jetzt mal. Wir könnten Tortillas einkaufen. Das brauchen wir für die Weltausstellung. Gut. Dann haben wir schon, glaube ich, den Großteil jetzt fertig für den nächsten Part. Wir können unten direkt loslegen. Hier oben sind die Bedürfnisse weiß, soweit versorgt. Schiffe kommen, das können wir dann austauschen. Schokolade, wie sieht es da eigentlich aus? Da haben wir anscheinend genug. Wir stellen doch gerade nur über den Bäcker her, oder? Die unten wird noch gar nicht hochgeholt, oder? Okay, das reicht eigentlich gar nicht aus. Das reicht wirklich... Wie kommt's? Haben wir eine Schokoladenroute? Oh ja, habe ich. Ja, okay. Das erklärt's. Aber warte mal, reicht das aus? Das müsste ja hier auch mit aufgelistet sein. Versorgung, Nachfrage, die passt nicht. Oder wird dann nicht gerechnet, was hierher geschifft wird? Ich muss mal unten schauen, was steht da an Schokoladenproduktion? Wir kriegen ja dadurch. Ja gut, hier haben wir aber noch einiges an Schokolade. Das heißt, das ja gut, hier haben wir genug. Darum haben wir oben auch genug. Wird nicht mitgerechnet. Okay. Dann, wir könnten hier Postämter installieren noch schnell. Das wäre eine Idee. Mich damit abzufinden, wäre Verrat an der Revolution. Ja, ja, Revolution und so. So, damit die zumindest ein bisschen kriegen. Post wird ja produziert. Dadurch steigern wir hier auch nochmal die Einwohner und können mal gucken, wie viel Kaffee... Die ersten Briefe trudeln ein und können ausgeliefert werden. Versorgung 31. Das passt. Also, wir brauchen theoretisch... Was brauchen die denn oben? Also, wir haben 30, weil eins brauchen die hier. Ach, schon wieder. Oh. Diesmal macht das die Insel, glaube ich, nicht mit. Das ist die, die sie erst frisch bekommen hat. Es tut mir ja ein bisschen leid. Wir müssen die vielleicht mal bald rausnehmen, sonst könnte die noch zum Problem werden. Was wollte ich jetzt hier schauen? Die Insel eines Konkurrenten wurde schön, Bente. Was wollte ich schauen? Kaffee, stimmt. Wir brauchen 17. Okay, dann ist das eindeutig ein Schiffsproblem. Dass hier nicht dauerhaft Kaffee da ist. Weil wir schiffen eigentlich genug her. Unten wird 30 produziert. Darum, ja. Der erste extravagante Dampfer ist bald rum. Und das Schöne ist halt einfach dieser Unterhalt von nur 100. Und es ist richtig groß. Wind und so macht keinen großen Unterhalt. Ach, das wird schön. Wir brauchen halt auch weniger Schiffe, was zu besserer Performance ein bisschen führt. Zumindest später mal. Ja, ja, wie viel Öl machen wir jetzt eigentlich gerade? Wir müssten ja, ja, wir sind deutlich im Plus. Plus von 20. Macht das so viel? Ach ja, das ist eigentlich... Gut, das ist nicht das hier. Aber die zusammen ergeben nochmal fast dieses Kraftwerk. Will ich mal versuchen, das Kraftwerk hier noch an? Achso, ja gut, ich habe nicht genug Glas. Das ist natürlich blöd. Wie sieht's aus? Glas haben wir aber genug, oder? Nähmaschinen gehen hoch. Glas geht runter. Und dabei geht auch Fenster. Ja gut. Können wir Fenster einkaufen? Oh, ich liebe den Song. Wir können das auch ein bisschen handeln. 60 und dann hätte ich hierfür gerne, ja 50, ist nochmal gut. Damit können wir dann auch noch ein paar Glasdinger hinstellen. 1, 2, 3. Ach so. Weil wir ja das Zeug einkaufen. Oh, nicht schon hier oben. Naja, müssen die wissen, sage ich immer. Oh, der Kommissar. Ist ein guter Song. Hier auch.
so, vielleicht noch irgendwo. Das war's, glaube ich. Nun gut, dann haben wir heute einiges geschafft. Wir konnten nochmal neue Gelehrtenhäuser bauen, gell? Ja. Achso, jetzt fehlt mir wieder Glas. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Nun ja, beim nächsten Mal machen wir mit dem neuen DLC hoffentlich weiter. Wie gesagt, es könnte sich sein, dass sich der nächste Part um einen Tag verzögert, je nachdem wann das DLC rauskommt. Ich hoffe, es läuft alles rund, wir werden es sehen. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.